Ich bin Tor Alexander. Herzlich willkommen zur Defi.jetzt, Ausgabe Nummer 70. Heute siehst du den zweiten Teil des Gesprächs von Ralf Knobloch und mir mit Dr. Johannes Sedlmayr zum Thema Zero Knowledge Proofs. Bleib dran, bis gleich. So, zweite Frage. Johannes, brauche ich für jedes Problem einen eigenen Zero Knowledge Proof? Ja und nein. Letztlich gibt es Programme, die die entsprechenden Zero Knowledge Proofs erstellen und verifizieren. Das heißt also, für jede Behauptung habe ich letztlich ein Programm, das die entsprechende Behauptung beweist und ein Programm, das die entsprechende Behauptung verifiziert. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo kommt dieses Programm her und wie flexibel ist dieses Programm? Und für die Zero Knowledge Proofs, die so, wenn wir sagen, bis 2022, 2021 bekannt waren, war es eigentlich so, dass man für jeden neuen Algorithmus, dessen korrekte Ausführung man gerne beweisen möchte, also beispielsweise für Sudoku, musste ich die zu überprüfenden Bedingungen in einer typischerweise unüblichen Programmiersprache neu schreiben, sodass also das Programm, das dann am Schluss die mathematischen bzw. kryptografischen Zero Knowledge Proofs auch tatsächlich erstellt, weiß, was muss eigentlich über diese Computational Trace gecheckt werden? Was muss die, welche Bedingungen muss die erfüllen? Das ist typischerweise, also die Sprache, in der die dann die Mathematik versteht, sind typischerweise eigentlich Multiplikationen und Additionen. Das heißt also, die komplette Transkript der Berechnung wird heruntergebrochen in einfache Operationen wie Multiplikationen und Additionen. Und dann muss ich natürlich, weil das typischerweise eben nicht das ist, was aus einem Java- oder C-Programm rauskommt, denn unsere CPU hat ja andere elementare Operationen, schreiben wir sozusagen jetzt in einer neuen Programmiersprache auf, wie diese Berechnung aussieht. Und diese Programmiersprache erlaubt es dann einem viel leichter, eben das herunterzubrechen in die Multiplikationen und Additionen. Und das heißt also, üblicherweise hat man dann einfach, wenn man ein neues Problem hatte, ich möchte jetzt nicht Sudoku beweisen, sondern Poker, dass ich einen gültigen Zug mache, dann muss ich das neu implementieren. Und für Schach auch. Das ist relativ mühsam, weil das eben typischerweise nicht die bequemsten Programmiersprachen sind, weil ja am Schluss die Übersetzung in ganz elementare Operationen unterstützt werden muss. Und was noch dazu kommt, ist, dass dann in der Regel eben pro, sagen wir mal, Funktionalität, also pro Behauptung, die ich beweisen möchte, brauche ich also das entsprechende beweisende und verifizierende Programm und muss das auf meinem Rechner oder auf meinem Mobiltelefon liegen haben. Und das kann natürlich blöd sein, wenn man ganz viele unterschiedliche Anwendungen unterstützen möchte, weil man dann alles schon immer vorbereitet haben muss für die entsprechenden Behauptungen, die man beweisen möchte. Und in den letzten Jahren gab es einige Durchbrüche, die dazu geführt haben, dass man jetzt letztlich sogenannte Zero-Knowledge-virtuelle Maschinen erstellen kann. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich nicht mehr das Programm in seine elementaren Instruktionen zerlege und dann auf Basis dieser sehr niedriglevligen Beschreibung den Zero Knowledge Proof erzeuge, beziehungsweise zunächst mal das entsprechende beweisende und verifizierende Programm, sondern dass ich letztlich eine komplette CPU-Architektur mithilfe von Zero Knowledge Behauptungen darstelle. Das heißt also, ich erstelle letztlich einen Beweis, dass eine CPU einmal einen gültigen Zyklus durchlaufen hat und kann die dann hintereinander schalten. Was bedeutet das? Das bedeutet letztlich, dass ich beliebigen Bytecode nehmen kann, der beispielsweise aus C, Java oder Rust kompiliert wurde. Den kann ich in diese Zero Knowledge Virtual Machine packen. Und am Schluss gibt mir die Zero Knowledge Virtual Machine, die quasi einmal ein entsprechendes beweisendes und verifizierendes Programm liefert. Am Ende spuckt die mir eine Referenz aus auf den entsprechenden Code, der ausgeführt wurde, typischerweise durch einen Hash von diesem Code, also eine Prüfsumme, und den entsprechenden Beweis, dass dieser Code korrekt ausgeführt wurde. Das bedeutet also, in diesem Moment kann ich letztlich aus beliebigen
sehr hoch abstrahierenden Programmiersprachen dynamisch neue Zero-Knowledge-Proofs beweisen für ein Programm, das vorher vielleicht noch niemals durch einen Zero-Knowledge-Proof bewiesen wurde. Also ich kann letztlich einfach bestehende Programmiersprachen nehmen, ich schreibe mir ein neues Programm. Heute möchte ich gerne Sudoku spielen, dann suche ich mir eine Sudoku-Library. Wenn ich beispielsweise ein X509-Zertifikat prüfen möchte, dann suche ich mir irgendeine Library, die X509-Zertifikate prüft. Ich stecke das in meine Zero-Knowledge Virtual Machine. Zusätzlich zu den entsprechenden Inputs, die ich dynamisch liefere, also typischerweise mein Zertifikat und mein Schlüsselpaar. Und dann spuckt eben diese Zero-Knowledge Virtual Machine einen Beweis aus, dass jetzt beispielsweise der Algorithmus der X509-Zertifikatsvalidierung ausgeführt auf einem entsprechenden Input, den ich gegeben habe, korrekt beendet wurde und beispielsweise, dass der Name auf diesem Zertifikat Johannes war. Und in diesem Moment haben wir eigentlich ein unglaublich mächtiges Werkzeug, weil wir bestehenden Code, der heute oder vor 3 Jahren geschrieben wurde, eben in einer Art ausführen können, dass wir gleichzeitig quasi so eine Art Zertifikat, einen Beweis mitbekommen, dass diese Ausführung korrekt war. Und in dem Sinne sind diese Tools dann generisch. Im Moment sind die meisten, also die Projekte, die entstanden sind, um Zero Knowledge Virtual Machines zu bauen, die sind typischerweise immer noch nicht genauso schnell wie die speziellen und damit auch optimierbaren Verfahren für spezifische Algorithmen. Aber die Fortschritte sind so groß, dass diese Performance-Nachteile wahrscheinlich sehr, sehr bald oder teilweise sogar jetzt schon einfach kompensiert werden durch das viel einfachere Handling, weil man eben nicht mehr eine komplexe neue Programmiersprache lernen und Sachen reimplementieren muss. Johannes, das, von dem du jetzt sprachst, sind das schon selbst dann diese Zero-Knowledge-Circuits oder sind das noch Vorläufer dazu? Also die Circuits sind in gewisser Weise das, was ich vorher beschrieben habe, die Beschreibung der Bedingungen, die ein gültiges Transkript einer Berechnung erfüllen muss. Also in gewisser Weise eine Beschreibung, wenn die Computational Trace gültig ist, dann muss dieses Zwischenergebnis das Produkt dieser beiden Zwischenergebnisse und dieses Zwischenergebnis muss die Summe dieser beiden Zwischenvariablen sein. Das ist der Circuit. Also der beschreibt letztlich die verschiedenen, stellen wir uns vor, Additionen und Multiplikationen, die passieren bei der Ausführung des Algorithmus. Also eine andere Beschreibung des Algorithmus, die darauf ausgelegt ist, Bedingungen über eine gültige Computational Trace zu prüfen. Eben diese erste Generation von, sagen wir mal, anwendungsspezifischen Zero-Knowledge-Proofs, die hat letztlich eben diesen Circuit gebaut aus neuen Programmiersprachen. Also da hat man neue Programmiersprachen entwickelt, um Circuits zu beschreiben, um wirklich aus einer Berechnung wie zum Beispiel jetzt einer Prüfung eines X509-Zertifikats das zu zerlegen in Multiplikationen und Additionen, was man eben nicht so einfach aus einem C-Programm rausbekommt. Und die quasi generische, universelle Generation, die beschreibt letztlich alle elementaren Operationen einer CPU als Circuits. Das heißt also, das sind dann in der Regel eher kleine Repräsentationen von allen Instruktionen, die meine CPU kann. Das sind typischerweise irgendwie 50 oder 100 oder so. Die werden zerlegt in Multiplikationen und Additionen, vereinfacht gesprochen. Dann werden für alle möglichen CPU-Instruktionen eben kleine Circuits gebaut und die werden zusammengeklebt. Und jetzt kann ich eben sozusagen immer beweisen, dass ich einen gültigen CPU-Zykel auf einer Instruction, die beispielsweise aus einem LLVM-Bytecode, also aus einem kompilierten C- oder Go- oder Rust-Programm kommen und dass das korrekt ausgeführt wurde. Und durch das Durcheinanderkleben sowohl der verschiedenen Optionen innerhalb eines CPU-Zykels als auch das Aneinanderkleben aufeinander folgender CPU-Zykeln, also normalerweise, wenn ich ein Programm ausführe, sind das ja Milliarden von CPU-Zykeln, kann ich mir eben dann so ein generisches Zero-Knowledge-Virtual-Machine zusammensetzen. Das heißt also, da sind letztlich die einzelnen CPU-Instruktionen, die Circuits, und die werden geeignet kombiniert. Wir hatten ja vorhin auch schon gesagt, naja, so 1985 hatte man damit begonnen mit theoretischen Betrachtungen. Und wenn man jetzt seitdem die Geschichte der Zero-Knowledge-Proof-Technologie sieht, was jetzt alles
sprachst ja auch von neuen Schritten 2012, 13, 14. Aus deiner Sicht, wo steht man in der Geschichte oder in der Zero-Knowledge-Technologie, Proof-Technologie? Stehen wir am Anfang, am Beginn der Entwicklung? Oder ist das jetzt alles so weit, dass man sagt, das ist alles ausgekocht? Jetzt kommt nicht mehr viel neues Zeug, das ist ausgereift, das ist fertig. Also das ist natürlich immer sehr schwer zu sagen. Also man kann auf jeden Fall beobachten, dass die letzten 10 Jahre sich ein unglaublicher Fortschritt aufgetan hat, mit dem eigentlich keiner gerechnet hat. Und teilweise Geschwindigkeiten in der Verbesserung von den entsprechenden Verfahren waren, die selbst für die Top-Kryptografen auf dem Gebiet unglaublich überraschend waren. Das heißt also, teilweise wurde innerhalb von 3 Jahren etwas Neues entwickelt, von dem namhafte Experten dachten, es würde 10, 20 Jahre dauern, vielleicht sogar nie möglich sein. Ich glaube nicht, dass sich diese Geschwindigkeit halten lassen wird. Fakt ist, dass jetzt allmählich Anwendungsszenarien möglich werden, von denen man vor wenigen Jahren nicht dachte, dass sie auf absehbare Zeit möglich würden. Nichtsdestotrotz sind aber für eine breite Anwendbarkeit, insbesondere beispielsweise auf Mobiltelefonen oder für eine ganze Reihe von ökonomischen Anwendungen von ZKPs, nach wie vor der Preis der Beweiserstellung zu hoch. Das heißt also, typischerweise selbst heute mit den optimierten Verfahren ist der Aufwand, um den Beweis zu erstellen, immer noch um Faktor 100.000 größer, als eigentlich die Berechnung naiv ursprünglich durchzuführen. Mhm. Was für eine ganze Reihe von Anwendungsfällen einfach ein nicht akzeptabler Overhead ist, aber eben in gewissen Nischen trotzdem erhebliche Verbesserungen bringt, und diese sind halt insbesondere dann gegeben, wenn entweder die Komplexität der zugrunde liegenden Berechnungen relativ harmlos ist, sodass selbst das 100.000-fache machbar ist, und typischerweise passiert eben zum Beispiel bei Authentifizierung nicht allzu viel Komplexes und auch auf Blockchains, weil die Berechnungen dort ja relativ teuer sind, dadurch, dass Blockchains in der Regel langsam sind, insbesondere beispielsweise Ethereum. Gerade da haben wir dann eben relativ simple Berechnungen, bei denen dann dieser entsprechende Overhead akzeptabel ist, weil man dadurch eben entweder massive Datenschutzprobleme löst oder massive Redundanzen einspart, wenn dann der Beweis tatsächlich deutlich einfacher, billiger zu überprüfen ist, als die ursprüngliche Berechnung auszuführen. Das heißt also, wir haben jetzt in gewissen Nischenanwendungen, merken wir sozusagen oder überwiegen die Vorteile, die Nachteile, die typischerweise die zu beweisende Partei hat. Aber nichtsdestotrotz haben wir trotzdem noch viele Anwendungsbereiche, in denen dieser Overhead eben noch nicht gerechtfertigt wird. Also beispielsweise eine Anwendung, über die man eigentlich schon seit jeher nachgedacht hat, wäre sowas wie eine dezentrale Cloud. Ja, das bedeutet also, ich möchte gerne eine Berechnung, weiß ich nicht, irgendeine Operation auf einem Bild anfragen von einem Server. Heute machen wir das eben bei, sagen wir mal, Cloud-Service-Providern, die eine gewisse Reputation haben, sodass ich denen traue, dass die Berechnung korrekt ausführen und mir das korrekte Ergebnis zurückgeben und sich nicht Arbeit und Geld sparen, indem sie die Antwort würfeln. Ja, und jetzt würde man sich natürlich vorstellen, das wäre doch cool, wenn man jetzt die Ausschreibung dieser Berechnung etwas breiter machen könnte und jedem die Möglichkeit geben könnte, diese Berechnung für mich durchzuführen. Und wenn dann der entsprechende Nachweis angefügt wird, dass diese Berechnung korrekt ausgeführt wurde und die Überprüfung dieses Nachweises gar nicht viel Zusatzaufwand für mich ist, also viel weniger als die Berechnung ursprünglich auszuführen, wäre das ja eine coole Geschichte. Ne? Mhm. Ignoriert jetzt da mal Anwendungen, wo sensitive Daten in Frage kommen, denn für die Beweiserzeugung muss ich ja trotzdem diese sensitiven Daten dann an die Partei, an die ich das Ganze auslagere, weitergeben. Aber also es wird in vielen Kontexten hat man schon drüber nachgedacht, dass es eine schöne Sache wäre. Aber wenn der Aufwand, um die Berechnung auszuführen, plus den entsprechenden Nachweis anzufügen, dass sie korrekt ausgeführt wurde, 100.000 oder 1 Million Mal größer ist, als die Berechnung ursprünglich auszuführen, dann kann man sich, glaube ich, an 2 Fingern abzählen, dass es ökonomisch noch kein besonders sinnvoller Anwendungsfall ist. Selbst wenn man irgendwie über Hardware-Optimierung, massive Parallelisierung und so weiter noch ordentlich Kosten einsparen kann. Ne? Also dafür bräuchten wir extreme Weiterentwicklungen, von denen zumindest nicht offensichtlich ist,
dass die auch wirklich machbar sind. Also man geht davon aus, dass man irgendwie bis zu einem Overhead von 1000 vielleicht kommen könnte. Und wenn man dann Glück hat, kann man bei manchen Verfahren, wie zum Beispiel Machine Learning, wo ganz strukturierte Berechnungen, Matrixmultiplikationen ausgeführt werden, nochmal Tricks hinzufügen, die diesen Overhead nochmal weiter reduzieren. Aber es steht in meinen Augen in den Sternen, ob man diesen Overhead wirklich auf den Faktor 10 oder 20 oder so stauchen kann, wo dann dieses Szenario beispielsweise ökonomisch attraktiv wird. Und ähnlich kann man sich vorstellen, dass bei relativ massiven Berechnungen, wie zum Beispiel Machine Learning, Training, aber dann auch entsprechende Inference, oder wenn man sich vorstellt, jetzt irgendwie mit einem Large Language Model, also ChatGPT, sich beweisen zu lassen, dass das jetzt auch tatsächlich mit der neuesten Generation von ChatGPT und nicht mit dem alten, schlechteren Modell ausgeführt wurde. Das sind alles Anwendungen, über die spekuliert wird und wo Leute auch tatsächlich versuchen, das praktikabel zu machen und teilweise sogar schaffen, aber wo halt dann die Beweisstellungszeiten und auch der entsprechende Rechenaufwand jenseits von Gut und Böse ist. Man kann sich vorstellen, dass man nicht das 100.000-fache davon bezahlen möchte, nur um den Beweis zu bekommen, dass es jetzt mit dem richtigen Machine Learning Modell ausgeführt wurde. Das heißt also, da ist der Overhead nach wie vor viel zu groß. Aber wir haben auf jeden Fall extreme Verbesserungen gesehen in den letzten Jahren und einige von den, sagen wir mal, theoretischen Durchbrüchen werden auch aktuell erst implementiert, weil sie sogar im letzten halben Jahr rausgekommen sind. Also da ist noch Luft nach oben. Und ich denke, bis sich da eine Sättigung einstellt und insbesondere auch mal, sagen wir mal, die Implementierungen auditiert werden von beispielsweise Behörden wie dem BSI, das gehört ja auch zur Technologiereife dazu. Da fehlt noch viel, weil einfach die Komplexität dieser Konstruktionen einfach um Größenordnungen höher ist als die der Kryptographie, mit der sich typischerweise diese Behörden wohlfühlen. Also irgendwie asymmetrische Verschlüsselung, Diffie-Hellman Key Exchange und so weiter. Also wenn man Ende zu Ende diesen kompletten Zero-Knowledge-Technologie-Stack von den modernen, effizienten Verfahren aufschreiben möchte, bis hin zur ZKVM, ich vermute mal, das wird unter 1000 Seiten echt schwierig. Und die muss halt schon auch erstmal jemand durcharbeiten und alle entsprechenden mathematischen Details überprüfen. Ich würde mal sagen, da kann man sich auf die Wissenschaft verlassen, dass diese Prüfung stattgefunden hat durch den Peer Review. Also man packt halt einfach viele Papiere, die immer inkrementellen Fortschritt gemacht haben, zusammen. Da habe ich relativ viel Vertrauen. Aber das dann auch Ende zu Ende sicher zu implementieren, ist schon auch nochmal eine Mammutaufgabe. Und ich denke, da wird ähnlich wie bei modernen Programmiersprachen, wo ja auch nicht einer mal vermutlich Ende zu Ende vom modernen CPU-Architektur und Compilerbau bis dann zur Programmiersprache sich komplett durchgearbeitet hat, muss man da halt auch einfach auf Arbeitsteilung gehen. Und dann am Schluss kommt ein gewisses Vertrauen, dass das auch wirklich so funktioniert, schon auch durch die Nutzung, würde ich sagen. Das heißt also, wenn dann wirklich mal viele Projekte auf mal den gleichen Technologie-Stack verwenden. Heute ist das ja noch sehr fragmentiert und jedes Projekt versucht irgendwie so seine eigene Version und Optimierung von den Zero-Knowledge-Proofs zu bauen. Aber wenn sich da mal Standardwerkzeuge herausstellen, ähnlich wie heute die Handvoll an Programmiersprachen, die typischerweise verwendet werden und da Erfahrungswerte aufgebaut werden, dass das funktioniert, dann bin ich schon zuversichtlich, dass das ein Standardwerkzeug werden könnte. Okay. Das heißt also, deine Antwort auf die Frage, wo stehen wir da, ist sowohl als auch. Es könnte sein, es geht nicht mehr so schnell, aber es ist noch ein Haufen Holz vor der Hütte. Also es ist ziemlich sicher eine Sättigungskurve. Wo wir da genau sind, weiß ich nicht. Und ich denke, dass wir so bei den, sagen wir mal, theoretischen Durchbrüchen schon eher am Ende der Sättigungskurve allmählich stehen. Aber die Entwicklungen, die sind wahrscheinlich eher so noch in der Mitte. Das heißt, da ist noch viel aufzuholen. Und gerade was dann so die Reifung im Software-Engineering, da kann man ja dann auch nochmal viel rausholen bei der Standardisierung und auch bei dem entsprechenden Verständnis und der Breite der Anwendungen. Da sind wir, glaube ich, ganz am Anfang der Kurve. Mhm. Aha, also haben wir drei Kurven. Aber trotzdem war das heute ziemlich viel harter Tobak. Danke dir für deine Ausführung, Johannes. Sehr gerne. Vielleicht noch eine ganz kurze Frage und nur kurze Antwort. Seit wann gibt es die Technologie Zero Knowledge Proof? Sag mal eine Jahreszahl. Im Prinzip seit 1985. Ah, okay. Gut, hat man dich doch richtig verstanden. Dann wird ja noch weitere Episoden gehen, wo wir ein bisschen mehr in Richtung Anwendung und so weiter gehen. Und wenn du, lieber Zuschauer, dir das gefallen hat, abonnier den Kanal, bleib uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Komm gerne auch in unsere Telegram-Gruppen defi-jetzt oder defi-chat. Dort findest du auch weitere interessante Nachrichten rund um das Thema dezentrale Finanzen und Geld.